Ja, schönen guten Tag, mein Freund. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ja, ich möchte heute einfach nochmal kurz ein Update geben. Wir haben ja heute den 1.6., sprich also den meteorologischen Sommeranfang auf der Nordhalbkugel. Und die Frage ist natürlich, wie ist der Frühling verlaufen? Viele haben ja gesagt, oh, der schlimmste Mai des Jahrzehnts, der schlimmste Mai des Jahrhunderts oder so einen schlimmen Mai gab es noch gar nicht. Ich hatte sogar mal mit einer 73-jährigen Frau gesprochen, als ich letztens vom Friseur kam. Die hat mich einfach, obwohl es eine wildfremde Frau gewesen ist, hat sie zu mir gesagt, ja, damals war das Wetter besser und so einen Mai, so einen Frühling gab es noch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, den gab es schon damals. Aber sie erinnern sich vielleicht nicht mehr daran, weil der Mensch, der erinnert sich natürlich immer am liebsten an das, was er gern gemacht hat oder was er gerne gehabt hat. Und da meint sie so, ja, ich beschäftige mich damit. Ich sage so, ja, ich auch. Und zwar schon seit mindestens 10 Jahren mit dem Wetter. Ne? Ja, informieren Sie sich. Hab ich gesagt, ja, ich informiere mich. Sie müssen mir die Zahlen zeigen. Nicht hier mit Gefühlen kommen, sondern mit echten Argumenten. Zeigen Sie mir die Zahlen und beweisen Sie es mir, dass es damals zu Ihrer Zeit anders war. Ich brauche gar nichts zu beweisen. Ich bin klarer im Kopf als Sie. Und ich habe mir nur so gedacht, oh mein Gott. Ja, ich sagte dann so zu ihr, ja, okay, selbstbewusst sind Sie ja zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ja, Sie müssen mal richtig recherchieren, etc. Was da alles oben aus dem Norden kommt und so, das ist alles gemacht, etc. Ja, okay, was sollst du machen? Okay, kleine Anekdote nebenbei. Der Mai ist fast 2 Grad nach 61, 90 zu kalt ausgefallen. Das ist schon eine heftige Abweichung für einen Frühlingsmonat nach unten. Im Winter würde man sagen, es ist eine krasse Abweichung für einen Monat, aber nicht wirklich extrem, denn wir haben Monate, die 7 bis 11 Grad zu kalt ausgefallen sind nach dem jeweiligen Klimamittel. Und da sind natürlich dann 2 Grad gar nichts im Winter. Aber für einen Frühling ist das schon ziemlich extrem, dass ein Frühlingsmonat so eine krasse Abweichung hat. Ja, und auch der gesamte Frühling ist nach dem alten Klimamittel zu kalt ausgefallen. Das war jetzt die Maikarte, genau. Dann gehen wir mal hier auf den Frühling 2021. Und dann sehen wir, der Frühling ist mehr als ein halbes Grad nach 61, 90 zu kalt ausgefallen. Und das lag einfach daran, weil der März ein knappes Grad zu warm ausgefallen ist. Also wäre der Mai, Entschuldigung, der März nicht zu warm ausgefallen, sondern mehr oder weniger im Schnitt oder sogar leicht drunter, hätten wir hier locker eine Abweichung des Frühlings von einem ganzen Grad gehabt. Also das wäre schon krass gewesen, weil Leute, erinnert euch mal bitte daran, wann gab es das letzte Mal eine Jahreszeit, die zu kalt ausgefallen ist? Also eine Jahreszeit, die zu kalt ausgefallen ist, nicht ein einzelner Monat, eine Jahreszeit, da muss ich wirklich sagen, war, ich überlege jetzt gerade, wann war es gewesen, dass eine Jahreszeit mal zu kalt ausgefallen ist? Genau. Der letzte, der zu kalt ausgefallen ist, war der Winter 2010, 2011 mit diesem Hardcore-Dezember, der letztendlich dann alles nach unten gedrückt hat, obwohl der Januar und der Februar noch zu mild ausgefallen sind. Aber das war die letzte zu warme Jahreszeit. Das heißt, wir sind jetzt zu kalte Jahreszeit. Das heißt, das sind jetzt 11 Jahre, Leute. 11 Jahre. Ja. Okay, ja, das einfach nur, wie gesagt, dazu und bis demnächst.